Dämliches Lapis-Lazuli. Wer hat dieses Geräusch erfunden? Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, Abend, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla. Bla 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 bla. Schönen guten Abend, ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Bla-Folge von, ja, nu, kennt ihr. Kennen wir alle noch. Oh, müssen wir mal gucken, auf welche Höhe wir jetzt hier sind. 9. So, ergo, wir müssen eigentlich höher. Und das heißt, wir sind jetzt auf 10. Und das heißt, wir sind jetzt auf 11. 11 klingt mir gut, weil dann sind wir so zwischen 10 und 15 und mit dem Kopf hängen wir auf 12. Das ist, glaube ich, besser. Mal gucken. Wird schon wieder so dunkel hier, ne? Spannung! Unglaubliche, unbändige, unvergessliche Spannung. Ja, was ich am Anfang schon erwähnte, ihr habt vielleicht den Code nicht knacken können, ist, wir machen einfach mal weiter hier mit Le Strip Le Mine. Le Strip Le Mine. Und es scheint mir, dass diese Höhe hier die bessere ist als das da oben. Habe ich eindeutig zu wenig Krempel gefunden. Das ist ja jetzt auch, wenn es nur Eisen ist, aber das ist doch hier schon mal ein Vorkommen. Damit könnten wir doch echt mal so und so. So, und ich nehme auf, trotzdem ich eigentlich was anderes tun müsste. Kennt ihr das auch? Ja, natürlich kennt ihr das auch. Seid ihr alle Pro-Gamer? Nein. Deswegen versuche ich die Folge... Ach, verdammt. Jetzt muss ich 5 Minuten draufrechnen, ne? Stopwatch-Start. So. Habe ich nämlich wieder vergessen, dass ich ja noch meine Uhr anschalten wollte. Ja, die letzten 2 Folgen waren ein bisschen lang. Und da ich ja noch keine Rückmeldung habe, mache ich einfach nochmal weiter. Das heißt, ihr habt jetzt... schon 2 Tage Strip Mining Action euch reinziehen dürfen. Ja, machen wir hier mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Action. So. Reicht auch erstmal in Action mit diesem Gang, weil wir wollen ja Strip minen. Also Strip minen wir mal. Und das am besten gleich hier vorne los. Redstone gefunden. Die Höhe hier scheint besser zu sein. Weil wir machen das Ganze ja eigentlich nur, ne, weil... Na, wer kommt drauf? Wer weiß es noch? Warum machen wir das? Weil wir Minecraft lieben und einfach nicht genug haben können. Ja, auch richtige Antwort. Aber wir wollen ja primär erstmal jetzt hier so am zu Beginn unserer kleinen Exkursion wollen wir ja eigentlich all dieweil Diamanten finden, um halt in den Nether zu kommen. Hä? Diamanten? Nether? Ja, Diamanten und Nether hängen eng miteinander zusammen, weil Diamanten heißen Diamanten-Spitzaxt, Pickaxe, also hier Spitzhacke. Spitzaxt. Danke, Gehirn.
Und das wiederum heißt, dass wir Obsidian abbauen können. Und Obsidian abbauen heißt für uns Netherportal bauen. Da wirkte es so vielversprechend und dann ist es doch nur wieder so kacke hier. Wahrscheinlich muss ich die Gänge dann alle um weitere 5 erweitern. Aber wir machen hier erstmal das Grundgerippe rein. Ja, und nicht zu viel Zeit beim Strip-Mine hier verschwenden. Wir ziehen einfach nur mal den Gang durch und hoffen, dass wir nicht auf Lava treffen. Das wäre doch schon mal gut, oder? Was haltet ihr davon? Oh, da ist Redstone. Redstone ist gut. Weil in der Nähe von Redstone gibt es auch immer mal wieder Diamanten. Ist die alte Volksmeer. Ich habe das alles noch nie überprüft, ne? Man könnte das jetzt, naja. Die Scheiße ist ja mit dem Überprüfen jetzt, ne? Also man kann das überprüfen, das geht. Definitiv. Aber, die Sache ist halt, ja. Also wissenschaftlicher Beweis ist jetzt auch zu hoch gegriffen. So würde ich das Ganze hier mal nicht nennen wollen. Aber man kann da schon nur so eine gewisse Grundüberprüfung reinbringen in die ganze Geschichte hier. Und dann einfach mal, nachdem man grundsätzlich die Dinge prüfte, Behauptungen anstellen. Aber Problem ist halt, das Spiel entwickelt sich ja auch weiter, während wir hier spielen. Also während wir hier spielen, sitzt in Schweden oder sonst wo auf diesem Planeten, ich weiß nicht, wie ihr aktuell Mojangs Hiring-Pläne aussehen, sitzt da wer rum und entwickelt ja weiter dran. Ne? Die ändern ja ständig was. Und ich weiß nicht, wie oft sie am Generator hier rumfuschen, also am Map-Generator. Kann ich schwerlich abschätzen. Aber mit jeder Änderung an diesem Map-Generator ist jetzt halt die Wahrscheinlichkeit auch einfach mal gegeben oder vorhanden. Dass Java abstürzt und wir eine sehr kurze Folge hatten. So. Ja, scheiß Java. So, hier vorne hat er das letzte Mal gesagt. Oh, ey. Hier war Redstone hinter irgendwo, glaube ich. Nicht? Hm. Ach ja, muss man das alles nochmal machen. Ist auch egal. Ich muss mal meinen Monitor putzen. Ich denke ständig, ich sehe hier irgendwie Kristalle. Kristalle. Danke, Gehirn. Diamanten. Nichts unter Diamanten. Nichts Minderes als Diamanten. Dabei ist einfach nur mein Bildschirm dreckig. So. Redstone ist activated. Yeah, 4 ist Redstone. So. Wir halten das Ganze hier schön auf der Höhe 2. Wir verbauen gleich den Cobblestone. Es ist jetzt nicht so viel Aufwand, das zu tun. Und ja, ich habe den Redstone da gesehen. Den werde ich auch gleich rausrupfen. Hier bloß mal noch ein paar Meter mehr. Vielleicht was zu finden. Ich muss echt meinen Monitor putzen. So. Schon wieder dachte ich, ich sehe was, aber da war gar nichts. So. Hui, Level 35. Mann, ich will endlich verzaubern können. Na gut, hier haben wir auch nichts. Das sieht gut aus, ne? Also wir kämpfen uns hier einfach mal grandios voran und suchen. Und jetzt kann ich das ganze Gravel hier ausheben, weil ich wieder sage, ich baue einen Weg. Dafür brauche ich ja hier Gravel noch und nöcher. Aber ich habe mich daran erinnert, ich habe ja mal gesagt, wir wollen hier so die Action nicht zu kurz kommen lassen.
Und ja, das mit der Action und die zu kurz kommt, da bin ich schon wieder auf dem besten Wege dahin. Am Ende der letzten Folge habe ich da schon wieder so einen Weg gebaut, weil es mir hier doch gefällt. Ne? Das ist so mit einer Höhle dran und so. Da kann man total viel toll umbauen. So. Okay. So. Und das ist echt nicht verkehrt, wenn man das kann. So. Ja. Schon wieder der nächste Gang. Habe ich echt Redstone übersehen? Krass. Gut, Redstone abgebaut. Achso, das meinte ich ja, ne? Bevor der Rechner abgestürzt ist, dass hier ja noch Redstone ist. Den habe ich nicht übersehen. Aber ich habe ihn übersehen, ne? Naja, gut. Kann halt nicht alles haben im Leben. Vor allem nicht allen Redstone dieser Welt. Für Redstone scheint diese Höhe hier gut zu sein. Diamanten habe ich noch keinen entdeckt. Aber ich hoffe mal, dass wir bald fündig werden, damit wir diesen... Ja, hier. Damit wir diesen Blödsinn hier mit dem Strip-Mine endlich hinter uns haben. Also auch wenn es toll ist zu Strip-Mine, das könnte ich den ganzen Tag machen. Also als Aufnahmestoff ist das halt einfach ein bisschen mager. Falls ihr versteht. Passiert nicht so richtig viel. Da waren selbst die Ich verirre mich im Wald-Folgen irgendwie interessanter, glaube ich. Könnt ihr mir mal sagen, was ist interessanter? Strip-Mine oder im Wald verirren? Ich glaube halt einfach die Suche nach fehlender Perfektion anderer, die man kennt, ist dann doch ein Fakt, der irgendwie interessanter ist für euch. Also zu sehen, dass ich mich hier verfranse, ist dann doch spannender, als mich dabei zu beobachten, wie ich mich hier in meiner Mine verlustiere. Falls ihr versteht. So. Ist jetzt auch nicht so gewesen, dass das sich alles hier irgendwie grandios gelohnt hätte, ne? Ich sehe nichts mehr. So. Ja, nee. Ja, gut, hier war auch was. Können wir auch zumachen. Müssen wir hier drüben noch weitermachen. Wir haben ja bald das Ende des Gangs erreicht. Und ich hoffe mal, bis dahin haben wir auch das, was wir suchen. Und zwar... Diamanten. Das Ganze dem Zufall so einfach zu überlassen, finde ich jetzt auch blöd. Also irgendwie einfach nur ja, quasi zufällig hier zu agieren und zu hoffen, dass der Zufall dann irgendwie uns mal zu einem Diamanten bringt. Weil wir haben ja jetzt oben schon auf Höhe 15 oder was das war, gestrip-mined. Und es war jetzt, also ich würde sagen, ressourcentechnisch war das weniger erfolgreich als die Höhe 10 hier. Also hier haben wir jetzt schon, also auch wenn wir jetzt das, was wir eigentlich suchen, die Diamanten, haben wir jetzt noch nicht gefunden. Aber wir haben jede Menge anderen Krempel gefunden. Und da, also Kohle müsste ja eigentlich auch auf Diamanten hindeuten. Also so rein für sie... physikalisch gesehen, ob sie das hier im Spiel auch so quasi gebaut haben, kann ich jetzt natürlich nicht beantworten. Dafür bräuchte man Zugriff auf den Source Code und den hat man ja wie immer nicht, ne? Kennen wir ja schon mit der proprietären Scheiß-Software.
Aber deswegen muss man halt andere Methoden anwenden, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Da gibt es dann ganz tolle Leute, die machen Videos drüber. Damit meine ich jetzt nicht mich, sondern so andere, die dann so wirklich Detailfragen klären. Gibt es auch coole Sachen zu Banish zum Beispiel, wo dann ausprobiert wird, wenn ich das so und so baue, was ist der Effekt davon und so. Und das war meine Spitzhacke. Ich habe ja noch eine. Oh ja, jetzt hier energiegeladen geht es dann gleich weiter. Merkt ihr es? Merkt ihr auch die Energie? Also ich kann mich vor ihr kaum noch erretten. Das fetzt so ab. Warte immer noch drauf, dass sie hier irgendwas aufbuddeln und mir Lava entgegenkommt. Aber gut. Ja, und im Endeffekt ist auch dieses Strip Mine nur random Zufall. Man sieht's ja, ne? Es ist halt mal 5 tief wird von mir gebuddelt, mal 7, mal 10, mal eben da fast 20. Also ein bisschen tiefer. Ich versuche es jetzt am Helligkeitsgrad festzumachen, dass wir ein bisschen tiefer wenigstens gehen. Etwas größere Fläche abzugrasen. Aber naja, effektiv ist halt auch... dämliches Lapis Lazuli. Ich wollte schon sagen... Tier! Und dann sah ich nur Lapis. Oh, verdammt. So, wie viele Minuten? 7 Minuten sind um. Das heißt, wir haben eine Viertelstunde schon zusammen. Dann will ich sagen, an dieser Stelle, nach den nun folgenden 3, 4 Pickaxe. Ja, also hier, Strip mein Gang. War toll. Wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.